Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof. Technische Gerätschaften und nicht in Jannis schöner neuen Küche. Oh ja, die Küche ist renoviert worden. Das musste ich, genau, heute geht es um eine Küchenrenovierung. Nein, geht's nicht. Was wir hier machen, alle 2 Wochen, beziehungsweise alle 4 Monate oder alle 6 Monate. Ja, nee, das müsst ihr entschuldigen. Wir hatten viel anderweitigen Kram. Aber ähnlich wie Corona, ihr habt gedacht, ihr wärt über den Sommer losgeworden, aber wir sind auch wieder da. Ja, es kommt die zweite Welle von unserem Podcast. Ich war nämlich auch alle viel im Urlaub und in den Urlaubsabenden habe ich ein paar neue Folgen geschrieben und werde jetzt Abel Xavier Unsinn in Folge einige nette Themen aus der Geschichte. Das kann alles Mögliche sein. Das können witzige Personen, tolle Begebenheiten, verrückte Erfindungen sein. Und heute steigen wir ein mit einer Geschichte bei mir aus dem Sommer. Wo warst du in den Sommerferien? Ich war in den Sommerferien im schönen Decho an dem Schalsee, im Biosphärenreservat Schalsee. Wunderhübsch. Wie hattet ihr gutes Wetter? Wir hatten gutes Wetter. Wir hatten sehr gutes Wetter, genau. Und das ist durchaus, wenn man mal nicht raus darf oder kann, wegen entsprechender Umstände, ist es ein sehr empfehlenswertes Gebietchen im Nichts Norddeutschlands. Klingt super. Mir auch oft empfohlen, auch zum Camping, habe ich bislang nie geschafft. Uns hat es dieses Jahr an den Lago Maggiore in Norditalien verschlagen. Und da bin ich auch auf die heutige Geschichte gekommen. Der Opel Ascona war ein Mittelklassefahrzeug der Firma Opel, offensichtlich, und wurde von 1970 bis 1988 gebaut. Technisch, ja. Ja, das trifft genau ein gutes Thema, denn ich bin ja ein Opel-Kind. Familie wurde Opel gefahren. Was wurde gefahren? Das erste war, glaube ich, ein, wie hießen die denn damals? War noch ein Kadett, glaube ich. Hm? Und was war einer größer? Weil dann gab es, glaube ich, mal einen größer. Keinen Senator, den gab es nicht mehr. Der fuhr nur mal ganz selten auf der Straße rum. Aber wenn ich mich für Autos interessiert habe, habe ich mich als Kind natürlich nur für Opels interessiert, weil es ja unser Auto war. Hm. Und lag schon sehr früh, was meine Autointeresse angeht, ziemlich neben der Coolness-Spur. Naja, der Manta hat ja dann irgendwann eine gewisse Berühmtheit erlangt mit der Phase mit den Manta-Witzen und dem einen der besten Filme, in dem Til Schweiger je mitgemacht hat, Manta. Richtig. Aber wir sind auch ein bisschen vorher. Und das Fahrzeug kommt so optisch einigermaßen bieder daher, aber es hat auch seine Rennsportmeriten. 1982 kam die deutsche Rallye-Legende Walter Röhrl zurück zu seinem vorherigen Rennstall Opel. Er kam von Audi. Bei Audi hat er große Erfolge gefeiert. Das ist schon mal sehr interessant, denn ich glaube, jeder Mensch, der älter als, sagen wir mal, 40 ist, kennt Walter Röhrl. Und den hätte ich 100% nur zu Audi gesetzt. Ja. Also ich weiß nicht viel über Rallye-Fahren, außer dass die Finnen immer gewinnen und Walter Röhrl mal gut war. Und den hätte ich halt tatsächlich niemals zu Opel gepackt. Ich wusste nicht mal, dass es überhaupt eine Rallye-Abteilung von Opel jemals gegeben hätte. Ja, die gab's. Die sind auch gefahren in dieser, das kann ich jetzt auch falsch liegen, diese Rallye-Gruppe D mit diesen ganz, ganz verrückten, aufgebrezelten Autos. Okay. Und Walter wusste ich auch nicht. Ich hatte ihn auch immer nur im Audi Quattro. Aber er kam 1982 zu Opel und wurde auch auf dem Opel Ascona 400 Weltmeister. Ah ja. Ja, der Name des Opel Ascona leitet sich ab von der Stadt Ascona. Natürlich. Und Ascona liegt am Lago Maggiore. Ah. Und in der Nähe von Ascona befindet sich der Monte Verità. Latein, der auf Deutsch der Berg der Wahrheit. Ah, der wahre Berg.
benannt nach einer Nervenanstalt, die es an diesem Ort gab oder gibt. Und das wird später noch wichtig. Okay. Aber wir machen jetzt einen harten Break. Ja, genau. Und machen mal erstmal eine kleine Pause zu Beginn. Das machen wir, das ist eine gute Idee. Genau, bis gleich. Und weiter geht's. Achtung. Plopp. Plopp, das heißt eben nicht Stopp, sondern weiter geht's. Los geht's. Super. Mal. Genau, wir waren zuletzt dabei, dass ich vom Monte Verita erzählt habe. Und genau, Otto der Große. Ja. Was weißt du über Otto den Großen? Ja, das war halt, ich weiß gar nicht, welcher der Ottos der Große ist. Wahrscheinlich der Erste. Richtig. Das war halt dann einer der, wie war denn das eigentlich genau? Das sind die gewissermaßen, die, nachdem die Karolinger da ihr Reich aufgespalten haben, haben sie im Osten halt das aufgemacht, was später mal Deutschland genannt wird. Und wo die Ottonen jetzt genau herkommen, also dieses Herrscherhaus der Ottos, ist mir völlig schleierhaft, außer dass für die Tür Magdeburg total wichtig ist. Da haben sie irgendwie rumchristianisiert und ganz viele Slawen umgebracht. Behaupte ich jetzt einfach mal, vermute ich mal. Das war jetzt, also da haben wir ein paar andere Daten. Aber im Großen und Ganzen richtig, das war ein deutsches Herrscherhaus, beziehungsweise deutscher, das waren die Ottonen halt. 10. Jahrhundert, um 1000 rum, genau. Und Otto der Große hatte gar nicht so viel mit dem Lago Maggiore zu tun. außer sein ältester Sohn Liudolf starb am 6. September 957 in Pombia am Lago Maggiore. Okay. Wer aber so ähnlich heißt wie Otto der Große, ist Otto Groß. Und um den geht's heute wirklich. Ach so, wer auch noch so ähnlich heißt wie Otto der Große ist Big Otto Wanz. Den machen wir in drei Folgen. Ah, wirklich. Okay. Also ich muss das jetzt irgendwie, jetzt ist die Überraschung ein bisschen weg, aber tatsächlich habe ich ein halb fertiges Skript große über Otto-Reihe. Big Otto Wanz. Ja, wir sind auch ein bisschen Otto. Ein Otto geworden, ja. Wir sind voll die Ottos hier. Otto Walkes wurde geboren, aber ja, geil. Machen wir. Ja, kennst du Otto Groß? Nee. Gut. Vielleicht nicht gut. Otto Groß wurde am 17.03.1871 im österreichischen Gniebing in der Steiermark geboren. Okay. Seine Mutter Adele war eine Hausfrau nach wilhelminischem Musterbild. Der Vater ist in einer juristischen Karriere und wird später dann Professor der Kriminalistik. Okay. Also wir sind, in Deutschland sind wir dann im Kaiserreich. Und wenn ich sage wilhelminisch, was man so damit assoziiert, ist so dieses deutsche Tugenden, sehr patriarchalisches Familienbild und Ordnung, Disziplin, Fleiß, Sauberkeit, Pünktlichkeit, all that jazz. Aus Otto Groß' Kindheit gibt es einige Anekdoten aus verschiedenen Biografien. Und die können für sein späteres Leben eventuell wichtig sein. Ich bin weder Psychologe noch Psychoanalytiker. Und das merkt, wird man im Verlauf der nächsten Stunde auch merken. Wie bist du so gebildet im Bereich Psychoanalyse? Weißt du da was? Psychoanalyse, Psychologie, was weißt du da? Wie weit bist du da in der Materie? Naja, das ist, glaub ich, in der Uni weiß zumindest, dass Psychoanalyse eigentlich nicht viel mit dem, was sonst so Psychologie genannt wird, zu tun hat. Sondern das ist halt eine Disziplin, die sich halt mit dem, wie Menschen so funktionieren, beschäftigt, aber eine ganz andere Art Herangehensweise hat, als es die klassische Psychologie hat. Da könnte ich jetzt noch ein bisschen in die Tiefe gehen, das interessiert, glaube ich, aber keinen. Das machen wir dann später, glaube ich, weil fachlich werden wir uns in die Richtung begeben. Oh je, ja, okay. Schon kein Bock, ich sehe schon. Wie gesagt, die Anekdoten aus seiner Kindheit. Sein Vater sagte, also Hans Groß, sagte über seinen Sohn Otto Groß, sein Vegetarismus ist angeboren. In Klammern, kein Fall in der Familie. Er erbrach... Vegetarismus? Nein, Entschuldigung, hier steht sogar Vegetarianismus. Ah. Ich habe das modernisiert und verkürzt hier versehentlich ausgesprochen. Vegetarismus? Nein, Vegetarianismus. Otto Groß ist Vegetarier, isst kein Fleisch. Und der Vater sagt, er erbrach, wenn ihm Fleisch, Hirn etc. versteckt in eine Speise gerührt wurde. Gut. Dann eine Erinnerung von, das
können wir auch wieder auf Fleisch, die andere Seite des Fleischlichen, eine Erinnerung von Otto Groß. Mir hat vor der Sexualität der Eltern wahnsinnig gegraut. Ich hatte schon mit 5 Jahren sie mit der Vorstellung von Hintelabstechen in Beziehung gebracht und hatte das Gefühl der Vergewaltigung. Diagnose der zugezogenen Ärzte, Nostalgie. Das stand so in dieser Biografie. Ja, was? Was? Moment. Diagnose was? Nostalgie. Okay, ja. Aber alles war schwer nachvollziehbar. Weil er Probleme mit der Sexualität seiner Eltern hatte, was jetzt ja auch ein nicht so seltenes Phänomen ist, dass Leute das etwas, sagen wir, distanziert betrachten möchten. Ja. Deswegen wollte er Hähnchen abstechen? Nein, er hat es mit der Vorstellung von Händelabstechen in Beziehung gebracht. Also wahrscheinlich hat er es damit assoziiert. Verstehe. Den Zeugungsvorgang. Ja. Okay. Der Otto Groß wird weitgehend an Privatschulen erzogen. Und da zieht sein Vater alle Register der guten Erziehung. Nämlich habe er Otto gedroht, er werde sich erschießen, wenn Otto schlechte Noten nach Hause bringt. Ja, gut. Schlechtes Gewissen ist immer schon ein wahnsinnig guter Motivator gewesen. Ich habe schon gedacht, wenn du schlechte Noten hast, da gibt es einen hinter die Löffel, dann hau ich mir selber einen rein. Dabei sind die doch wohl katholisch gewesen und gar nicht Protestanten. Ja, ich nehme an, dass das schwerst katholisch ist. Das klingt alles so, ja. Otto Groß setzt weiterhin aber seine Karriere in der Ausbildung fort und 1899 schließt er sein Studium der Medizin in Graz ab und wird Doktor für, was man heute wohl Allgemeinmedizin nennt. Gut. Sehr breit aufgestellt. Eine seiner ersten beruflichen Stationen ist der Hamburger Dampfer Kosmos, mit dem er als Schiffsarzt Reisen nach Südamerika unternahm. Und das haben wir in einer unserer frühen Folgen dieses Podcasts, als wir über den Spreepark geredet haben, was macht man in Südamerika? Drogen schmuggeln. Genau, da macht er auch seine ersten Drogenerfahrungen und wird zügig sehr schwer kokainabhängig. Kleinen Moment nochmal kurz zwischendurch. Der geboren war das 1871, was war das, 50? 1871. 71, ach so. Quasi ja, genau, sie hat mit dem Reich geboren. Und das heißt, wir sind jetzt irgendwann Ende 19. Jahrhundert. Genau, die 1899 graduiert er und das muss so 1901, 1902 gewesen sein, als er dann da angeheuert hat. Finde ich ja immer wieder bemerkenswert, dass auch in Zeiten, die schon sehr lange her sind, wo man sich immer so die Vorstellung macht, dass viel Bewegung ja auch nicht war in der Gesellschaft, dass Leute irgendwie in Österreich aufwachsen, in Wurde studiert, in Wien studiert, nee, in Graz und dann mal eben so einen Job in Hamburg auf dem Frachter kriegt. Und damit nach Südamerika fährt. Davon mal ganz ab. Ja. Das ist eine, vielleicht sind das dann auch Leute, die eine gewisse Popularität dann auch erreichen. Die kommen aus einer bestimmten Klasse, aber die haben diese Mobilität. Ich denke, das unterschätzen wir auf jeden Fall. Gleichzeitig muss man aber, glaube ich, sagen, wenn du heute auf die Weltbevölkerung guckst, es sind ja immer noch viele Leute von einer gewissen Mobilität ausgeschlossen. Ja. Aber die waren schon privilegiert. Und seine Reisen als Schiffsarzt führen ihn unter anderem nach Patagonien, nach Santiago, nach Montevideo, nach Buenos Aires. Und aus dieser Reisezeit, wo er unterwegs ist, berichtet sein Vater Hans auch nochmal über Ottos Erfahrungen als Vegetarier. Also ihm war das wahrscheinlich offensichtlich ein totales Gräuel, dass der Sohn sich nicht mal einen Schnitzel reinpfeift. Ja. So, jetzt Zitat Hans Groß. Er fragte also zum Beispiel in Santiago, Montevideo, Buenos Aires etc. Leute auf der Straße, in Kaffeehäusern, in Barbierläden, namentlich in Apotheken nach verschiedenen vegetarischen Restaurants. Un restaurant para vegetarianos. Ausnahmslos war die Gegenfrage, para italianos? Ja. Genau dasselbe wiederholte sich dann in Spanien, ebenfalls ausnahmslos und merkwürdigerweise auch in Frankreich, wo auch die Frage nach einem Restaurant Végétarien gefragt wurde, un restaurant italien? Aber auch wieder interessant, dass er davon ausgeht, dass es sowas geben könnte. Das heißt, er muss irgendwo herkommen, wo es das gab. Was ich durch Zufall weiß, weil ich da vor Jahren mal essen war, es gibt in Zürich, ja, ein relativ berühmtes vegetarisches Restaurant, wo mir der Name jetzt natürlich nicht einfällt. Aber das wurde eröffnet wirklich auch
vor 1900 und das hieß als Vegetarierheim. Gut, vielleicht gab es das ja einfach auch als Bewegung. Ich meine, es gab genug Gesundheitsbewegungen auch im 19. Jahrhundert. Da wird es auch sowas gegeben haben. Ja. Da wird es auch ganz viel noch genau. Das so Vegetarismus ist so ein, auch so ein Kind auch der Zeit. Das ist jetzt gar nichts so Neues und gar kein 80er-Ding und auch kein 60er-Ding, sondern schon sehr alt, dass so Vegetarismus als so eine gesunde New Age-Lebensform auch gelebt und propagiert wurde. Kommen wir auch später drauf, denn sein Vegetarismus wird ihm auch neue Kontakte eröffnen. Genau, jetzt ist er aber erstmal noch Schiffsarzt und kokainabhängig, aber in den Jahren nach seiner Zeit auf See macht er seine erste Entziehungskur in Zürich. Ach, am Ende war er dann in dem, das schlage ich nach, wo das war. Das muss ich hier nochmal insert hier, wo ich das jetzt nachgeschlagen habe. So, super, das habe ich nachgeschlagen, den Namen. Das machen wir im Leben nicht. Das ist einfach eine Pause dann. Okay. So, komplett laienhaft formuliert heißt das. Vieles, womit Leute zu tun haben, so Ängste, bestimmtes Verhalten, ist ja gerade auch schon gesagt, lassen sich damit erklären, dass sich Menschen mitunter nicht vollständig bewusst darüber sind, was ihnen so drin passiert und wo sie das herhaben, sondern dass das im Unterbewusstsein passiert. Man muss aber dazu sagen, denke ich, dass, also jetzt bin ich absolut kein Experte bei Freud, sondern weiß eher so das allgemeine Halbwissen, aber es geht ja vor allem, glaube ich, darum, was es ja von anderen Disziplinen der Psychologie unterscheidet, dass es eben Sachen, die in der frühkindlichen oder früh weiß ich gar nicht, aber in der kindlichen Entwicklung zumindest begründet sein sollen. Genau, und solche formuliert. Ja, und solche Erfahrungen und Empfindungen haben die Menschen dieser Theorie nach tief in sich verbuddelt und die sollen dann in Form von Gesprächen hervorgeholt werden und den Leuten auch ein Mittel in die Hand gegeben werden, dass sie sich diesen Ängsten und Konflikten stellen können. Und das findet ich, vielleicht hat es auch was mit dem Vater, der sich erschießen wollte, wenn die schlechten Noten nach Hause kommen, das hat jedenfalls bei Otto Groß hat das eingeschlagen. Er fand das halt super, hat die Schriften rezipiert, auch selber dazu Sachen geschrieben und es führte dann so ungefähr zu seiner Zeit, zu so einer Einschätzung, dass der Schriftsteller und Anarchist Erich Mühsam bezeichnet Otto Groß als einen der wichtigsten Schüler Freuds und billigt ihm zu, neben Carl Gustav Jung, über den sprechen wir gleich auch noch, die Psychoanalyse Freuds weiterzuentwickeln und gewissermaßen dessen Erbe anzutreten. Okay. Sein Kokain-Habit in Zürich gekickt und heiratete 1903 Frieda Schloffer, wohl auch auf Druck seines Vaters. Der Junge muss mal irgendwie hier für den Status, der soll jetzt mal in den Hafen der Ehe einlaufen. Er hatte da überhaupt keine Lust drauf. Zu der Zeit lehrt Hans Groß, also der Vater, in Prag und unter anderem bei dem besucht ein gewisser Franz Kafka Lehrveranstaltung. Ja, das Ganze ist ein riesen Name-Dropping. Franz Kafka, Schriftsteller aus Prag. Und der hat Vorlesungen bei Otto Großvater besucht. Ich hatte zwischenzeitlich... Ottos Großvater, der kommt auch noch mit rein. Ja, Entschuldigung. Nee, ich hatte zwischendurch das Gefühl, auf der Welt leben halt nur 400 Leute. Ja. Oder zumindest zu der Zeit. Jeder kannte jeden. Das Fair estimate, würde ich sagen. Ja. Und Otto Groß ist wirklich nicht mehr angetan von diesen wilhelminischen, konservativen Lebensweisen. Ihn zieht es hin zu alternativen Lebensentwürfen. Da muss es noch mehr geben. Und erstmal zieht es ihn aber quasi fast in seinen Flitterwochen erst zu einer zweiten Erziehungskur. Das zieht sich auch so durch das Leben von Otto Groß, dass er sich immer wieder in irgendwelche Anstalten selber einweist, weil er offenbar ein schweres Kokainproblem hat. Mhm. 1907 lebt Otto Groß zeitweise in München und dort verkehrt er mit der dort ansässigen Bohème. Otto Groß ist mittlerweile so weit, dass er auch selber bei anderen Leuten eine Psychoanalyse machen kann.
das ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff, aber unter anderem zieht sich in der Zeit Johannes R. Becher unterzieht sich einer Psychoanalyse. Und Johannes R. Becher ist zu der Zeit ein expressionistischer Dichter. Ja. Und wird in seinem späteren Leben ein Politiker in der DDR. Und er ist übrigens auch der Verfasser der Nationalhymne der DDR. Ja, daher kenne ich das. Das kenne ich vom Quizduell, den Namen. Ich wollte gerade sagen, irgendwo habe ich diesen Namen schon mal aufgegabelt. Aufgestanden. Das ist Johannes B. Kerner, aber das war dann doch wer anderes. Johannes B. Kerner hat die DDR-Hymne geschrieben. Das wäre auch schön. Ob sich die Eltern das... Johannes, hä? Das klingt ja wie Johannes. Ach, das klingt ja super. Ja. So, der Johannes B. Brecher. Nee, R. Becher. Johannes R. Becher, genau. Der hat sich... Ja. War halt bei Otto Groß in der Psychoanalyse, später DDR-Nationalhymne. Wieder einer von diesen 400 Leuten, die auf der Welt lebten. Otto Groß Frau hat in der Zeit ein Verhältnis mit Erich Mühsam. Ah, ja, so passt das alles zusammen. Und Franz Kafka wurde dadurch inspiriert zu seinem Werk. Kafka kommt später noch, aber es ist wirklich, dass diese ganzen Leute, deren Wirken und Schaffen man heute so irgendwie kennt, die hatten alle irgendwie mit Otto Groß zu tun. Und Otto Groß selber ist mir noch nie untergekommen. Ja, aber der kannte jeden, der hat mit den Leuten entweder Psychoanalyse oder Sex gehabt oder Aber das Zeug hat er sich selber aufgeschafft quasi? Oder war das ein Teil quasi seines Studiums vorher schon? Weil es gab doch, hat er in Graz dann Psychoanalyse, das habe ich gerade nicht mitgeschnitten, hat er Psychoanalyse studiert? Gab's das schon? Nee. Nee, das gab es in der Form noch nicht als etabliertes Fach. Er war also Mediziner, hat sich aber auch mit der menschlichen Psyche beschäftigt. Ja, okay. Und der Freud, der kam halt so nebenbei, weil er war halt wirklich so auf der Suche nach dem neuen Stuff. Und das wird wahrscheinlich halt so zirkuliert haben. Hier hast du schon... Autodidakt. Hast du schon Tiger King geguckt. Hier ist Sigmund Freud. Guckst du mal rein. Ja, genau. Unter anderem macht er in der Zeit auch nochmal Entzugskuren. Und eine davon in Ascona. Ja, jetzt kommen wir da wieder rum. Ja, genau. Er reist in der Zeit zwischen der Schweiz und München hin und her und war 1905, glaube ich, erstmals da. Zur gleichen Zeit und übrigens wie August Bebel, einer der Begründer der deutschen Sozialdemokratie. Ja. Ist nicht überliefert, ob die beiden sich getroffen, kennengelernt, irgendwie ausgetauscht haben. Aber das Ganze hatte für mich so den Eindruck so einer Kommune. Das ist ein Begriff dann eher aus den 60er Jahren. Das ist so ein Versuch, da auf so einem Areal herrschaftsfrei zu leben. Und das zog eben auch diese Bohème an. Leute, die nach alternativen Lebensentwürfen gesucht haben. Vegetarismus, Buddhismus, Anarchismus, und dann sind wir wieder bei den Anarchisten. Wahrscheinlich sind es einfach die spannendsten Leute, dass man über die besten Geschichten hat. Freie Liebe, alles am Start. Genau, Leute, die Groß in der Zeit kannten, meinten, der wäre da unheimlich aufgeblüht und es wäre für ihn eine geistige und körperliche Wiedererweckung gewesen. Und das hat ihn dann immer wieder nach Ascona auf den Monte Verita gezogen, um da später eine Anarchistenschule zu gründen. Okay. Ja, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, das dürfte ja auch in einer Art und Weise ähnlich sein, wie auch bei diesen amerikanischen Hippie-Kommunen in den 60er oder frühen 70er Jahren, dass wenn du halt aus so einer wahnsinnig beengten, Moral vollgestopften Lebenswelt kommst, in der jetzt eigentlich klar vorgezeichnet ist, was geht und was nicht geht, dann stellst du plötzlich fest, es gibt auch völlig andere Art und Weise, miteinander umzugehen, so mit seinen Leuten, dann gehst du halt da unter Umständen völlig drin auf. So. Und das so war, wenn diese ganzen, was ich, Midwestern-Menschen, die dann irgendwie nach Kalifornien ziehen und ihre Kommunen aufmachen, die dürften ja eine ähnliche Befreiungserfahrung gehabt haben, jetzt unabhängig davon, wie toll das jetzt wirklich da war. Aber eben halt, Leben geht auch anders. Ja. Vollkommen. Und du erwähntest die Hippie-Kommunen, das ist immer so, aber guck doch mal, das gab es auch schon mal noch weiter vorher. Und dann habe ich mir an einem gewissen Punkt gedacht, wahrscheinlich gab es das immer durch die Geschichte. Und da kann man vielleicht auch noch mal tiefer bohren, ob man so andere Sachen, Bewegungen, irgendwelche Sekten vielleicht, die oder andere
oder andere Gemeinschaften, die aus dem wie auch immer vorherrschenden gesellschaftlichen Zwang dann irgendwie versucht haben, auf einem Areal ihr Ding zu machen. Ja, genau. Ist vielleicht immer schon irgendwie bei den Menschen drin gewesen. Ich hab keinen Bock drauf. So, ich räus mal nochmal tierisch fürchterlich ab. Und dann zitiere ich aus dem Buch, das mit dem Titel Feuertanz und Orgie, wo es um den Monte Verita geht und im Wandel der Zeit, aber halt besonders auch jetzt so die Zeit und was Otto Groß da so hatte. Und ist denn da eigentlich genauer klar, entschuldige, bevor du zitierst, das habe ich noch nicht ganz mitverstanden, hat der das quasi mit gegründet oder waren da Leute und erst da drin reingeraten oder wie ist da die... Wie ist es zustande gekommen? Ja, da waren Gründer, das war ein Ehepaar. Ich scroll gerade mal durch, ob ich den Namen hier drin, ich finde ihn gerade nicht. Aber es gab auch einen Besitzer des Ganzen, so einen Herrn Ödekofen, der hat den Leuten da erlaubt, ihr Ding zu machen. Vorher haben die da halt einfach in Hütten auf dem Hügel gewohnt. Das war ein Schweizer Ehepaar, ich habe leider den Namen nicht. Ich reiche es gerne nochmal nach in der Pause. Jetzt. So wie der Bauer von Woodstock. Ja, genau. So, die Botschaft von der freien Liebe, vom konsequenten Vegetarismus, von einer zwangfreien Gemeinschaft in naturgemäßer Lebensweise mochte den allzu sehr auf intellektuelle Brillanz trainierten Professorensprössling anziehen. Zudem drängte wohl seine Frau, mit der er erst seit 1903 verheiratet war, auf Entwöhnung vom Gift. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also eine frühe Straight-Edge-Bewegung. Das stimmt, ja. Ich habe auch Musik gemacht. Wobei bei Straight Edge war es noch so dieses don't fuck around, also keine unverantwortliche Promiskuität. Ja, da, ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, dass diese Straight Edge Bewegung hat da vor allem den Gedanken, ich kämpfe, ich bin stärker als meine Triebe und unterdrücke die, beziehungsweise bin stärker halt alles Mögliche, was mich bedrücken könnte. Und die sind ja noch erstmal so gewesen, dass die ja erstmal ihre Triebe wahrscheinlich erstmal finden wollten und ausleben wollten. Ich glaube, das kann man wiederum also als Opposition zu dem gängigen Mainstream auch begreifen, weil es dann in der Zeit, wo das entstanden ist, gab es halt so diese Jock-Kultur auch an Highschools und Colleges. Also wo es darum ging, sich auf Keg-Partys volllaufen zu lassen und irgendwie möglichst viele Mädels klarzumachen. Und das ist halt dann in Opposition und Ablehnung und Gegenteil dann dazu. Ja, finde ich gut, ja. Genau, wohingegen die Opposition zum wilhelminischen Ideal ist dann wiederum die freie Liebe. Ja. Und Groß entwickelt dann auch politische Theorien in seinen Schriften. Er fordert die Auflösung der bestehenden Vaterrechtsfamilie, in der sich Macht und Autorität verkörpert haben. Er fordert die Revolution fürs Mutterrecht. Okay. Zitate Otto Groß. Die Vorarbeit zu solcher Revolution muss die Befreiung jedes Einzelnen vom Autoritätsprinzip bewirken, das er im Inneren trägt. Von allen Anpassungen an den Geist der autoritären Institutionen, von der Erbsünde selbst, dem Willen zur Macht. Wo mehr als in Ascona, wo mehr als bei den Gräsers, ach guck mal, da haben wir die Familie, das war das Ehepaar Gräser, ja. Oder das Paar Gräser, konnte er Menschen finden, die sich vom Geist der autoritären Institutionen gelöst hatten, die die Befreiung vom ungeheuer Staat auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Vorbei, ihr Herren von Knechten, um ist eure Zeit. Abgestürzt, hol Herrlichkeit. So, ich breche das jetzt hier mal ab, ich hätte das mal vorher auch croppen können. Also er geht da halt unheimlich drauf ab und er meint, da könne man halt frei und ursprünglich und befreit leben und diese ganzen Zwänge ablegen und das sollten auch die Menschen machen. Und wenn du dich erinnerst an unsere Folge über die Niederwaldverschwörung und die Anarchos, die so auch ungefähr die Zeit, vielleicht ein bisschen früher, also deren Herangehensweise war ja eine andere, sondern nicht das Vorleben, sondern die Propaganda der Tat. Ja. Und was die Leute hier machen, das habe ich dann irgendwann bezeichnet gefunden als die Propaganda des Beispiels. Ja. Verstehe. Also, dass man nur sein eigenes Ding macht, indem, guck mal, wir leben hier ohne Geld, wir machen hier unser eigenes Ding und das hast du ja immer noch mitunter. Das ist der Schlagwort, was ich da so aus der alten, ollen linken Szene kenne, ist ja immer, das Private ist politisch. Dass du halt dadurch, wie du dich halt privat verhältst, halt da entsprechend immer auch
Verhaltensweisen aufbrichst, du veränderst allein dadurch, dass du dich anders verhältst und dadurch reproduzierst du nicht wieder die alten Bedingungen, alleine durchs anders Leben. Und deswegen ist es so wichtig, anders zu leben, und deswegen ist das nicht nur dein privater Spaß, sondern es ist eine politische Tat. So. Im Unterschied zu dem anderen, wo die halt sagen, keine Ahnung, wenn ich an unsere Folge über diese komischen französischen Banküberräuber da denke, die haben ihr privates Vermögenserweiterung auch als politische Tat verkauft. Ja, so. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ja. Stimmt. Ja, aber sehr, sehr schön die Sachen zusammengebracht. Genau. Entweder du lebst den Leuten vor oder machst alles kaputt. Ja. Genau, ich glaube, wir müssen auch mal eine Pause aus Gründen der Bandbreite. Wir machen einfach mal eine Pause. Aus Gründen dessen, dass ich nochmal durchlesen muss, was ich als nächstes geschrieben habe. Ja, sehr vernünftig. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich grüße mit einem Schluck Bier. Wir hören Anarchy in the UK von den Ramones. Ja, super gutes Lied. Ich finde es auch ganz toll, dass die Australier auch so eine Punk-Geschichte haben. Ja. Ganz hervorragend. Die Brüder Young, Joey, Johnny, Marky und Tommy. Jetzt habe ich zwei Schlagzeuger reingepackt. Ach, mal Didi habe ich vergessen, Mann. Genau, aber es geht ja nicht um Punkrock, es geht um Otto Groß, der aber auch so ein bisschen Punkrock war. Jedenfalls gefällt es ihm total gut auf dem Monte Verita unter seinesgleichen, und es wird die Leute praktizieren, die freie Liebe mitunter auch, und es wird hier auch nochmal ein Zitat aus dem Buch, wie hieß das, Feuertanz und Orgie. In einer Scheune wurden sexuelle und Rauschgiftorgien gefeiert, als Kulthandlung und Psychotherapie zugleich. Die Teilnehmer sollten sich von den Hemmungen der patriarchalen Moral befreien. Ja, das ist ja über die Jahrzehnte immer wieder versucht worden auf die Art und Weise. Wobei, dann ist es aber mit seinem Entzug vom Kokain nicht so viel gewesen, oder was ist da überhaupt in der Zeit? ernsthaft jetzt, das war gar nicht als Witz gemeint. Ist das irgendwie, was lief denn da, hast du da eine Ahnung, was lief denn da unter Rauschgiftkonsum? Der hat sehr viel Kokain geschnupft. Weil mir ist es, was ist denn Anfang des Jahrhunderts Rauschgift? Sehr, sehr viel Kokain. Trinken sie da, aber das ist, gilt das als, weiß ich nicht. Mein Mikro an. Kokainschnupfen. Ja, das kenne ich auch, aber das klang ja so, als wenn es da vielleicht eine interessante Auswahl an anderen Sachen gibt. Keine Ahnung, Stechapfel, ich weiß nicht, Tollkirsche, keine Ahnung. Nein, das ist, wer weiß, was die noch irgendwie gemacht haben. Nein, aber bei Otto Groß ist es definitiv und immer wieder, und ich wollte jetzt gar nicht gerade nicht so schäbig lachen. Das ist halt wirklich eine handfeste körperliche und geistige Abhängigkeit, die der Mann da hat. Und das ist halt immer so, er weiß das, er macht das, und dann macht er einen Entzug, und dann hat er dann eine Liebschaft irgendwo im Entzug, und dann haut er wieder ab. Klassisches Rockstar-Leben. Absolut. Und da hören wir auch später, so wenn wir über die popkulturelle Rezeption des Ganzen nochmal sprechen, hören wir da auch zum Rockstar nochmal ein bisschen was. Hm? So, jetzt machen wir ein bisschen einen Sprung. Wir wissen jetzt so ein bisschen, wie er tickt, die Befreiung von der wilhelminischen Moral, aber auch von den gesellschaftlichen Zwängen. Und das herrschaftsfreie Leben, das strebt er an. Und am 26. und 27. April 1908 findet in Salzburg die Zusammenkunft der Psychoanalytiker statt. Es wird später als erster internationaler Kongress bezeichnet. Frieda und Otto Groß nehmen an dem Kongress teil. Otto Groß will einen Vortrag über kulturelle Perspektiven halten. Freud kritisiert dabei Groß und sagt, wir sind Ärzte, und Ärzte müssen wir bleiben. Ja. Das sind so die fundamentalen Unterschiede dann zwischen Freud und Otto Groß. Freud macht seine Psychoanalyse sehr am Individuum fest. Was hat er erlebt? Was hat das Individuum erlebt in der frühen Kindheit? Während sich Groß fragt, was ist denn das eigentlich für eine Gesellschaft, die diese ganzen Traumata, das ist wahrscheinlich ein völlig falscher Begriff, aber die diese, was den Leuten passiert, das hervorbringt. Richtig. Ja, richtig. Klar, und ne? Wenn so ein Freud guckt sich dann wirklich nur an, was hat das Kind da mit 1,5 Jahren gemacht oder mit 2,5 Jahren nicht gemacht. Und der guckt sich an, unter was für Verhältnissen leben dann eigentlich da diese Kids, wenn die das erleben. Mhm. Ja.
Ja, er bringt so diese freudschen Gedanken in Richtung einer Gesellschaftstheorie, dass die hierarchischen Strukturen, unter denen wir leben, aus den frühkindlichen Erfahrungen, denen sich zu einem gesellschaftlichen Zusammenhang bilden. Also das eine reproduziert dann immer das andere. Das ist ja auch eine Sache, und da kenne ich mich auch nicht gut aus, aber das gibt es natürlich in der gesellschaftskritischen Theorie dann ja immer stärker. Es gab ja relativ viele Bewegungen, letztendlich die kritische Theorie meines Erachtens, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, auch, die sich dann teilweise psychoanalytischer Gedanken bedient hat. Oder zumindest gibt es da Ecken, keine Ahnung. Ja, absolut. Ich habe wahrscheinlich mehr kritische Theorie gelesen als der Durchschnittsbürger. Und bin aber tatsächlich auch nie, ich habe jetzt, kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich jetzt irgendwer mal auf Otto Groß bezogen hatte. Nee, aber mitunter ist, hast du das auch dabei, und die rezipieren den jedenfalls nicht. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, und es wurde auch sonst so in der Literatur über Otto Groß, hieß es immer, ja, der war verkannt und vergessen. Ah, okay. Spoiler Alert. Ja. Wenn du von dem die Erstauflage von Y findest, so dann ganz viel Geld bei Discogs. Ja. Und kurz nach diesem Kongress begibt sich Otto Groß am 6. Mai 1908 in eine Behandlung im Burghölzli-Klinikum in Zürich. Eine Erziehungskur und gleichzeitig eine Psychoanalyse bei Carl Gustav Jung, ebenfalls einem Psychoanalytiker. Am 17. Juni 1908 brach er diese Entziehungskur ab, indem er aus der Klinik floh. Und da sind wir jetzt bei der Popkultur. Das ist ganz, ganz, ganz mittelmäßig verfilmt worden. Ach. Im Jahr 2011. Ach was. Von, ja. Ach Gott, jetzt muss ich das wirklich mal live nachschlagen, weil ich vergessen habe, wie der Regisseur heißt. Das ist nämlich ein ganz benamster. Und zwar David Cronenberg. Ach. Ja. Wurde verfilmt mit Viggo Mortensen als Sigmund Freud. Okay. Michael Fassbender als Carl Jung. Und kommt er selber auch vor? Und Otto Groß wird gespielt von Vincent Cassel. Oder Vincent. Ach, geil! Mein absoluter Lieblingsschauspieler, weil der nämlich diese großartige, wie heißt der denn? Jetzt habe ich den Film vergessen. Der hat so einen ganz großartigen Film. Na, egal. Nee, nicht egal, weil ich glaube, ich weiß, welchen Film du meinst. Und das ist so auch so ein bisschen Tarantinesco. Ja, ja, frühe 90er, ja. Mitte 90er. Ja, spielt da ziemlich nicht brutal, auch. Aber auch ziemlich arschcool ist der Vincent Cassel da. Ja, und das ist der da auch. Er ist ein bisschen zu, wobei er ist gar nicht so sehr zu alt für die Rolle. Aber er taucht dann da auf, und in der ersten Einstellung in dem Film, die man da sieht, ist, dass er vor den Toren dieser Entzugsklinik steht, nochmal ein bisschen was schnupft und dann reingeht. Okay. Und die Story des Films ist tatsächlich, wie jemand aus seiner Entzugsanstalt rausbricht? Otto Groß kommt da rein. Es geht eigentlich um Freud und Carl Gustav Jung. Ach so, okay, verstehe. Und Jung mit einer Beziehung mit einer Patientin. Und Otto Groß rät ihm dann dazu, das dann hier irgendwie, das dann noch auch klar zu machen. Und die beiden stoßen ein bisschen aneinander. Jung ist dann eher so der etwas noch der Konservative, und Otto Groß ist so der Versucher, der sagt, hey, hier gibt keine Regeln, hau rein. Ja. So, jetzt nehmen wir ein bisschen die Abwärtsspirale. Otto Groß Geliebte und Patientin, da haben wir es dann wieder, Mixing Business with Pleasure. Sophie Benz wurde im Oktober 1909 von ihm schwanger, erkrankte 1910 an einer Psychose und nahm sich am 3. März 1911 in Ascona das Leben. Ist ja auch nicht schön. Kurz darauf begibt sich Otto Groß in eine Behandlung in die Anstalt Casvegno, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, in Mendrisio in der Schweiz. Okay. Du kannst dir das vorstellen, jeder Berg in der Schweiz hat so eine eigene Erziehungskur. Hat ein eigenes Sanatorium mit vegetarischem Essen und kein Kokain. Ja. Aber er macht dann halt, was er dann wieder macht, eine Erziehungskur, macht da alle Frauen verrückt und haut dann ab und guckt's wieder. Es wird aber mittlerweile wegen der Beihilfe zum Selbstmord nach ihm gefahndet. Oh.
Er setzt sich ab nach Berlin und schließt sich da politischen anarchistischen Kreisen an, unter anderem bei einem Franz Jung. Sagt dir der was? Ist der mal untergekommen? Ja, nee. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Keine. Und er taucht eine ganze Zeit in Berlin unter, schreibt da auch für anarchistische Publikationen und ist in diesen Zirkeln unterwegs, bis er Ende 1913 aus dem preußischen Staatsgebiet ausgewiesen wird. An der österreichischen Grenze nahm ihn sein Vater Hans Groß in Empfang und veranlasste dessen Einweisung in die Privatirrenanstalt Tulln bei Wien. Da ist es bestimmt nicht so schön wie auf dem Schweizer Berg. Ich glaube, das ist ein anderer Schnack. Ja, sofort seine Freunde und Weggefährten und Bekannten schließen sich zusammen zu einer internationalen Pressekampagne. Erich Mühsam ist dabei, mit einem Ziel, Groß zu befreien, weil er sollte irgendwie, 1914 wurde wegen Wahnsinns eine Kuratel, wahrscheinlich eine Entmündigung beschlossen und der Vater sein Mündel. Das heißt, ja. er sollte dann in dieser, er wurde dann verlegt in eine Landesirrenanstalt Troppau in Schlesien. Mhm. Und ich mag mir nicht vorstellen, wie 1914 Landesirrenanstalten ausgesehen haben, weil ich habe schon mal Gefängnisse aus der Zeit gesehen. Diese Bestrebungen, ihn zu befreien, ihn neu zu begutachten, seinen Geistesstand zu evaluieren, das wurde, dem wurde stattgegeben und am 8. Juli 1914 wird er dann auch entlassen. Was ist 1914 noch? Ich wollte gerade sagen, und gleich ran an der Front. Ja, genau. Und er wird dann auch prompt als Feldarzt eingesetzt. Für das K&K-Heer. Und was macht man so als Feldarzt? Was hat man da? Ja, man hat Zugang zu dem ein oder anderen Mittelchen. Absolut. Wegen seiner wiederholten Rückfälle in die Drogenabhängigkeit stellte das Militär im Mai 1917 Otto Groß schließlich Dienst- und Landsturm untauglich. Und er geht dann nach Prag und ist in der Zeit mitunter auch zu Gast und bekannt mit Franz Kafka. Ja. Nach wie vor ist er für den Feuer und Flamme, für den Anarchismus und publiziert Schriften in unterschiedlichen Publikationen. 1919 geht er erneut nach Berlin und wird am 11. Februar 1920 in ziemlich desolatem Zustand aufgefunden, in eine Klinik nach Berlin-Pankow gebracht und wo er dann zwei Tage später starb. Franz Jung, der Anarchist und Weggefährte, kommentierte, Zitat, so ist er dann auch schnell gestorben, nicht im Kompromiss, wie es fast zu erwarten war, nein, losgelöst von allen Menschen, die ihn bisher umgeben hatten, in einem riesenhaften Aufschwung von Schöpfer und Denkkraft, die Leute begannen gerade zu ahnen, wer dieser Groß eigentlich war. Ob sich das in dem Moment seines Todes so angefühlt hat für ihn, mag ich nochmal bezweifeln, aber es liest sich natürlich erstmal angenehmer, als irgendwie schrecklich alleine vor sich hin zu sterben. Das ja. ist richtig, das haben wir auch neulich in unserem Forum, das uns nicht sponsert, auf Sofa-Coach gelesen. Da hatte jemand, glaube ich, irgendwie dieses Thema, wenn es heißt friedlich eingeschlafen, das ist selten friedlich eingeschlafen. Ja. Das ist so ein bisschen, ich habe das verglichen mit so Zeugnisdeutsch. Ja, genau. Nach kurzer, schwerer Krankheit. Ja. Zum Beispiel ist so eine Floskel, die man dann da drin hat. Aber Otto Groß ist eben nicht der große Name geworden, den man angesichts des Namens hätte vermuten können. Also ich weiß, ich habe mit Carl Gustav Jung, habe ich mal gehört, und dessen Sachen und Sigmund Freud, aber Otto Groß war mir bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt. Ja, es gibt halt Leute, die haben halt einfach auch mehr Einfluss auf eine durchgesetztere Wissenschaft oder auch durchgesetztere Theorien, die sich später halt stärker und größer geworden sind. Und die werden dann bekannt, egal was sie selber so getrieben haben. Es gibt ja häufig genug, dass die Begründer von irgendwelchen Sachen, die heute viel Wirkungskraft haben, selber auch irgendwie ziemlich wilde Gestalten waren. Aber das ist dann eben nicht so wichtig, weil sie eben diese wichtige Theorie begründet haben. Und bei dem geht es halt in eine Richtung, die sich halt nicht so durchgesetzt hat, offensichtlich. Und ja. Das, was er für die anderen Leute getan hat, die haben das halt dann selber auch irgendwie auf eine Art und Weise gemacht und die sind dann halt die Namen dafür.
Würde ich mal so sagen. Ja, absolut. Ja. Und so seine Biografie hat vielleicht auch sein eher kurzes Leben. Wer weiß, was er noch hätte tun können. So in den 70er Jahren gab es wohl auch noch mal, Ende 60er, Anfang der 70er gab es noch mal eine verstärkte Rezeption seiner Schriften. Und es gibt jetzt seit einigen Jahrzehnten auch die Otto Großgesellschaft, die auch da Veranstaltungen macht und versucht also sozusagen den Namen, die Rolle und den Einfluss Otto Groß auf die Psychoanalyse und auf generell die Gesellschaftstheorie dann noch ein bisschen hochzuhalten und noch mal mehr zu verbreiten, was wir jetzt vielleicht auch hier gemacht haben. Also ja, mit unserer großen Reichweite. Naja, die paar Leute, das sind alles Influencer. Ja. Nee, aber wirklich, also mir kamst du so, auf der einen Seite ist so dieses, das Ding der Kommune und wir versuchen uns eine kleine Blase zu schaffen, in der wir ein Leben vorleben, wie wir es uns so denken. Das, weiß nicht, das hat auf mich hat das nicht so den Reiz ausgeübt, aber was ich interessant fand, war halt so dieses, wie sich so frühkindliche Erfahrungen und die Gesellschaft, die diese Erfahrungen ermöglicht oder die in der Gesellschaft, in der diese Erfahrungen passieren, dass sich das so gegenseitig reproduziert. Fand ich einen interessanten Gedanken. Ja, ja, also ich hätte da immer prinzipiell so ein bisschen kritisch anzumerken, dass diese ganzen Geschichten mit Determinierung in der frühkindlichen Entwicklung finde ich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ja schon immer noch ein Verstand sich dazwischen schaltet, der natürlich auch in der Jetztzeit existiert und man sich, also sich nur als Ausgelieferter seiner Bedingungen, die man mal vor als 1- bis 5-jähriges Kind erlebt hat, ist mir dann noch ein bisschen zu wenig Mensch. Das ist mir dann ein bisschen zu sehr Automatismus im Verhalten oder sowas, ja. Aber klar. Absolut. Aber es hat sich dann, glaube ich, eher abgesetzt von diesem guck mal hier, das sind deine frühkindlichen Erfahrungen. Ja. Mehr Selbstvertrauen, Dummkopf. Ja, genau. Dass man sich anguckt. Ja gut, wieso machst du solche Erfahrungen? Wie ist denn die Welt eingerichtet, dass du solche Erfahrungen machst? Ja, dass dein Vater sagt, ich erschieße mich. Nur auch wenn das später war. Das muss ich mir mal merken. Ich glaube, dass deine Kids, kannst ja mal testen, wie der Unterschied im Alter ist, wie das sich auswirkt. Wenn du erst mal loslegst, ein halbes Jahr lang, kannst du ja mal gucken, wie die sich entwickeln, die beiden unterschiedlich. Oh. das ist on that bombshell. Das war's heute. Jetzt nicht die große, also Otto Groß hat dann nicht später noch irgendwas Tolles erfunden, aber er ist einfach der Typ, der alle kannte zu der Zeit, der alle beeinflusst hatte zu der Zeit, wenn man auf den Film glaubt. Ja. Und du musst mir jetzt, ich glaube ja, dass der einen großen Einfluss hatte, dieser Otto Groß, weil ich denke, ein Otto, den wir noch nicht erwähnt haben und der wichtigste von allen Ottos, zumindest den wir kennen, ist ja eindeutig der Otto, der Hundebesitzer Otto, der von Ernst Jandl ja verewigt wurde. Ich weiß nicht genau, von wann das genau ist, aber du kennst garantiert das tolle Gedicht Ottos Mops. Ja. Ja. Das ist eindeutig Otto Groß Mops. Okay, dann. Ist doch 20er Jahre, oder wann ist das? Ja, ich weiß es nicht. Dadaismus ist doch irgendwie die Zeit oder so. Das muss genau zu der Zeit sein. Pass auf, wir haben das hier noch laufen. Bleib ja, einfach genau, kurz dran. Ich glaube eher, das ist ein Sprachding gewesen von Herrn Jandl. Nee, Ernst Jandl hier, Entstehung 1960. Ach, schade. Ja, nee. Gut. Das wäre natürlich nochmal der perfekte. Und Otto Groß war übrigens das Gedicht des Ottos mit dem Mops. Und das ist jetzt einfach so. Ja. Klasse, dass du es rausgefunden hast. Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es vielleicht um Otto Wanz geht, vielleicht aber auch nicht. Ja, sehr gut. Sehr richtig, sehr richtig, sehr richtig. Ich bin gespannt. Ich bin hier auf dem Sofa und die Technik läuft. Hervorragend. Vielen Dank. Bis die Tage. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.